Na hey, Schuss Leute und willkommen zu einem kleinen Video, wo ich mal tatsächlich eure Hilfe anfordern wollen müsste, bräuchte. Nämlich, ich lade das ja auch auf beiden Kanälen hoch, in der Hoffnung, dass einer auf beiden Seiten irgendwas weiß eventuell. Folgendes. Ich besitze ja einen 3DS mit Capture Card, das hier das Block, das hier hinten eingebaut ist. Und das Problem damit ist, seit jetzt schon einiger Zeit kann ich das nicht mehr benutzen, weil es ja wie folgt aussieht. Wie ihr gesehen habt, das ist jetzt der Sound ist sehr kaputt, klingt sehr verstört und generell, als wäre irgendwo was kaputt einfach, schlicht und ergreifend. Dann, das Bild sieht auch dementsprechend aus. Das ist jetzt das Raw-Footage gewesen von dem, was ich kurz aufgenommen habe. Und um das mal kurz nochmal ein bisschen klarer zu stellen, wie ihr vielleicht einigermaßen sehen könnt, mit dem DS an sich ist nichts kaputt. Der funktioniert auch soweit und da klingt auch legit, klingt auch ganz normal. Also mit dem 3DS an sich nicht, ist nichts kaputt. Das Problem ist, Kesu hat den das eine Mal zum Aufnehmen benutzt. Und da meinte sie, von jetzt auf gleich soll das aufgetreten sein, dass es so klang und aussah, so aus dem Nichts. Ich habe auch hier referenzmäßig, falls ihr das Kabel irgendwie, falls ihr da irgendwie sehen müsst, wie es aussieht. Das ist ein ganz normales ja, Kabel hier für USB, mehr nicht, mehr und nicht weniger. Ja, und das kam von jetzt auf gleich. Komischerweise, wir haben die Software schon neu installiert, hat nicht funktioniert leider. Wir haben, ja, an den Einstellungen rumgeguckt, was aber auch irgendwo keinen Sinn macht, weil mit dem DS alles in Ordnung ist und, ja, irgendwie nur auf dem PC oder auf der Capture das so aussieht, wie es halt jetzt nun mal leider aussieht. Also, wenn da irgendwer jetzt hier in der Community irgendwas weiß, was man dagegen machen kann oder mir bestätigen kann, dass meine Capture Card schlicht und ergreifend busted ist, dann wäre cool, wenn sich da irgendwer melden könnte. Wäre da wirklich über jegliche Art von Unterstützung dankbar, weil es gibt noch so ein, zwei Projekte, die ich dann tatsächlich doch machen wollen würde, wo ich aber mein 3DS für brauche. Unter anderem möchte ich halt Pokémon Sonne auch weitermachen. Das war vom Stream her eine der witzigsten Sachen, die ich immer gehabt habe mit Kizuna zusammen. Und deswegen, es gibt noch mehr. Ich würde auch Spirit Caller ja auch mal wieder gern weitermachen. Kann ich aber auch nicht, weil das alles letzten Endes hier drauf ist. Und solange es hier drauf ist, auf diesem DS hier, komme ich ja nicht an die Daten ran. Ergo, ich müsste Spirit Caller komplett neu machen und das ist eine Menge. Wir wissen ja, wie lang die Folgen so immer sind, nicht? Nicht? Wir wissen, was los ist. Auf jeden Fall, also wenn mir da irgendwer helfen kann, ich wäre euch super dankbar, falls da irgendwer was weiß, was man machen kann, bitte schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir irgendwie, schreibt mich direkt an oder auf Twitter. Wäre super cool von euch und ich hoffe, dass wir das noch retten können. Wenn nicht, habe ich halt eine gebastelte Capture Card. Dann ist live halt ein bisschen Zock. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank im Voraus und bis dahin. Ciao, Leute.